das ist mein Fotoalbum von der Zeit mit der Kindergruppe, mit der Krabbelgruppe. Da waren die Kinder 2 Jahre alt, aber Erzieherin war mein Traumberuf. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Krabbelgruppe früher, das war in den 80er Jahren. Und es war eine richtig tolle Zeit mit tollen Eltern und süßen Kindern. Ich habe Dieter Salomon, der allerdings erst ein Jahr später dann dazu kam mit seiner Tochter, sehr offen erlebt. Und es ging ganz einfach darum, dass es den Kindern wirklich gut geht, dass sie gut versorgt waren. Und zum Beispiel haben wir dann so ein kleines Kinderhäuschen gebaut im Garten. Da hat Dieter dann auch angepackt. Alle haben angepackt. Sogar sein Vater kam dann. Der Vater vom Dieter, der war Dachdecker, hat ans Dach gemacht. Dieter Salomon war so ziemlich der Jüngste dabei. Und ich habe ihn als sehr aufgeschlossen erlebt. Und wir waren halt in so einer Aufbruchstimmung. Wir wollen unbedingt diese Krabbelgruppe machen, hatten ja im ersten Jahr noch keine Räume und haben dann uns diese Baracke bei der heutigen Bissier-Schule, die gab es damals schon, aber noch nicht so groß, da stand eine leere Architektenbaracke oder Bauleitungsbaracke und haben die besetzt und haben dann angefangen, außenrum das Gestrüpp zu roden und so, und da waren alle gut dabei. An Dieter Salomon schätze ich, dass er sich so intensiv für die Kinderbetreuung einsetzt, dass er in den letzten Jahren sehr viel geschaffen hat, nicht mehr vergleichbar zu früher. Ich erwarte von Dieter Salomon, dass in den kommenden 8 Jahren, dass er die Kinderbetreuung nach wie vor so hochhält. Bei diesem Thema weitermacht und dass die Kinderbetreuung nach wie vor so gut läuft.